Hallo, heute ist unser Auftritt und wir haben jetzt zu viel Zeit, deshalb gehen wir gleich auf die Bühne. Und tschüss. Charlotte Besserer und bin Theaterpädagogin und Liedermacherin und mein Lebensmittelpunkt ist Halle. Ich bin Anne Scholze, ich bin Tänzerin und Luftakrobatin und mache wie jetzt auch Tanzprojekte, also bin Pädagogin zur gleichen Zeit. Mein Lebensmittelpunkt ist tatsächlich die Luftakrobatik. Genau, das war diesmal eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, deine Idee, mal zu sagen, wir nehmen mal die Stadt Halle und schauen uns da schöne Plätze an und oder beziehungsweise schauen uns mit den Kindern zusammen schöne Plätze an und lassen uns da inspirieren und vertanzen dann die Stadt Halle sozusagen. Das hat man ja auch, die Saale war ja auch hier im Raum sozusagen. So thematisch vielleicht auch ein bisschen die Zielstellung, dass sie ihre Umgebung wahrnehmen und dass sie lernen, wie man so eine Wahrnehmung dann in was Künstlerisches umwandeln kann. So, das war vielleicht auch so ein kleines Ziel. Und natürlich auch nebenbei und vor allen Dingen auch das soziale Ziel, also dass man in einer Gruppe agiert, ne, dass man da schaut, wie kommen wir zusammen, weil alle haben natürlich andere Vorstellungen und so. Und wie kreieren wir denn zusammen etwas? Also was ich gesehen habe, dass halt oft der Wille durchgesetzt werden will und dann schwierig ist, ein Gruppenergebnis zu finden, weil jeder so seinen eigenen Kopf noch hat und die Kompromissfähigkeit vielleicht nicht ganz so groß ist. Nein, ich habe Becher. Ja, probieren wir es nochmal. Das war schon ziemlich gut. Und jetzt sagst du mal. Darf ich auf die Plätze fertig rufen? Ja, könnte sein. Auf Plätze. Ja. Okay, also, wenn ihr auf der Bühne steht, was macht ihr, wenn ihr gerade vergesst, was ihr machen müsst? Carlotta, was sagst du? Eine Pose und dann wieder mit dem Rücken, also dann gucken, was ihr nachmacht und dann weitermachen. Du würdest eine Pose machen? Ja, also, so. Und dann also, du musst so kurz so einfrieren, ja. Und dann kurz gucken, was ihr macht und dann macht man ja. Ja, eine gute Idee. Super. Ja, und du, Nael? Wenn man halt jetzt nicht so einfrieren will, dann guckt man erstmal, was die anderen machen und machen dann sofort mit. Genau, dann guckt er mal, was die anderen machen und dann kommt er wieder rein. Und habt ihr auch was in dem Projekt gelernt? Ja, also Teamarbeit. Ja, und den Tanz. Mich hat das alles gefestigt darin, dass es auf jeden Fall nicht immer nur so ein Arbeitsstil sein muss, bei dem man den Kindern was aufdrückt, sondern dass man halt mit den Kindern zusammen was entwerfen kann, dass es halt demokratisch mehr oder weniger abläuft auf Augenhöhe. Weil in üblichen Institutionen ist das oft noch nicht so, dass die Kinder oft mit einbezogen werden und mitentscheiden können. Mein Name ist Jan Rosenbaum, ich bin 24, ich bin gerade mit dem zweiten Lehrjahr zum Erzieher fertig geworden. Die Ausbildung ist auch irgendwo mein Lebensmittelpunkt, weil das mein Ziel ist, Erzieher zu werden. Und es rauszuschmeißen, aber ich kann es mal so. Also war schon eine wilde Truppe, muss man echt sagen. Aber ist ja auch positiv für die Bühne. Also da war halt viel Energie. Das ist auch dann auf der Bühne viel Energie. Ja, das ist auch für die Bühne eigentlich das, was man braucht. Ne?
Also eigentlich haben Kinder von Natur aus die Energie, die man für Bühne braucht. Fuß, Fuß, Hand. Erstmal nur laut, noch nicht aufregen. Erst laut auf. Ansatz kam, Tanz und Theater zu verbinden, einfach dadurch, dass wir beide uns in diesem, also Charlotte eher im Theater, mit dem Theaterhintergrund kommt und ich mit dem Tanzhintergrund komme und dadurch wir uns gut, also diese beiden Sachen, die beiden Themen miteinander verbinden können. Genau, sie hat sich auch angeboten, teilweise Dinge pantomimisch darzustellen, die man jetzt in der Umgebung wahrgenommen hat. Es hat sich auch thematisch angeboten, finde ich, dass man so Sachen bildlich darstellen, so ein bisschen ins Spielen mit drüber geht. Durftet ihr auch etwas selbst bestimmen, mitbestimmen? Ja, das durften wir, ja. Was habt ihr denn selbst bestimmt? Was hab ich denn selbst? Zum Beispiel, was für Sachen halt wir zu diesem Tanzprojekt mit reinmachen. Zum Beispiel das mit der Katze am Anfang, wo ein Mädchen rein so reingekommen ist als Katze. Alle werden eine Katze. Also wir haben halt gehört, was es für Dinge gab, die mussten wir aufschreiben und daraus mussten wir einen Tanz machen. Was hast du da gehört, dass du da aufgeschrieben hast? Kinder lachen? Luft, Flugzeug, Vögel. Die Zielstellung war bei dem Projekt, dass wir erstmal natürlich die Bewegung und Koordination fördern wollten von den Kindern und dass sie mal einfach das erfahren dürfen, auf einer Bühne zu stehen, also eine Performance zu machen, was das bedeutet, was das auch an Training bedeutet, also ne, dass man dabei bleibt an einer Sache, auch mit einer Aufregung also umzugehen. Für mich war der Auftritt super und ein bisschen peinlich. Also meiner war richtig super, dass ich vor Leuten endlich mal tanzen konnte und dass wir auch richtig, richtig viel geübt haben dafür. Ja, wir waren heute noch am Anfang, wo wir da hinten waren, richtig aufgeregt, falls wir doch was falsch machen. Ich denke auch, das hat sich vielleicht die eine oder andere gar nicht zugetraut am Anfang. Dass das dann wirklich am Ende, dass die Leute klatschen und dass das so ein Erfolgserlebnis wird. Ich bin Naya, 7 Jahre alt. Ich bin Carlotta, 9 Jahre alt. Ich heiße Schilling, bin 9 Jahre alt. Ich bin Emilia, bin 7 Jahre alt. Also ich bedanke mich für unsere Tanzlehrerinnen, dass ich mir dieses Jahr mitmachen durfte. Oh, das ist aber süß. Okay. Das war total schön. Hat schon super gemacht. Guck mal, willst du mal hier?